Ja, hey Schnitzli, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Yesterday, wo wir jetzt endlich das Büro von dem Vater unserer Ex-Freundin betreten können, mit der wir immer noch nicht reden wollen, aber dazu habe ich ja schon meinen Teil gesagt. Nichts wie rein. Okay, hier steht auf jeden Fall viel Zeug. Oh, das sieht aus, als bräuchten wir es für ein Rätsel. Das gucke ich mir jetzt mal als erstes an. Geld. Oh Gott, das ist aber schwer zu lesen. Also das hier ist Gold, das mit dem Punkt. Das hier unten ist Kupfer. Das hier ist Salz. Die sind aber echt schwer zu lesen. Also falls man die braucht, hätten sie es ruhig ein bisschen größer machen können. Eine Tabelle mit alchemistischen Symbolen. So. Okay, können wir die einfach mitnehmen? Ah, du nimmst die Tabelle runter und du erinnerst dich. For the master alchemist, everything is made up of these few elements. The order of the flesh and its unknown carnal work must also be based on them. War das der Vater? Nee, das kann eigentlich nicht sein. Der war ja schon tot, als wir die Lady da draußen getroffen haben. Können wir die jetzt vielleicht größer angucken? Nee, aber es ist alles etwas klarer zu erkennen. Du bist dankbar, dass die Tabelle mit den alchemistischen Elementen in einer Sprache geschrieben ist, die du verstehen kannst. Okay, jetzt können wir aber mal gucken. Ah, jetzt kann ich mit der Maus nicht mehr drüber zeigen, aber ich lese mal vor. Von rechts nach links und oben nach unten. Gold, oh Gott, nee, das zweite kann ich nicht lesen. Dann kommt Quecksilber. Dann, die Worte weiß ich nicht, sorry. Lead, Kobalt, Silber, Wasser, Sulfur, Tin, das glaube ich Eisen. Dann Antimony, weiß ich wieder nicht. Dann Iron ist Eisen. Was ist Tin nochmal? Ah, Tin ist Aluminium, glaube ich. Ja, Tinfoil, Aluminiumfolie. Dann kommt Quicklime, weiß ich auch nicht. Kohle, Nickel, Feuer, Zink, Luft, Kupfer, Platin, weiß ich, kann ich nicht so gut lesen, und Salz. Okay. Mal gucken. Was haben wir hier drunter? Ein Schlüssel? Was könnte dieser Griff sein? Ach, es ist ein Griff, okay. Ja, du öffnest den Griff und findest ein kleines ultraviolettes Licht. So eine Art, die man benutzt, um Währung zu testen auf Echtheit. Okay, hier am Schreibtisch sonst noch so. Paulines Arbeitsplatz. Durchwühlen. Du bist nicht interessiert daran, irgendwas von dem Tisch oder aus den Schubladen zu nehmen. Ach so, na, wenn es dich nicht interessiert, was hier für ein Zeitungsartikel? Den können wir nicht lesen. Schade. Aber wir können uns den Aktenschrank angucken. In der Tat. Ein alter Aktenschrank. Können wir mal reingucken. Du guckst in jedes Schubfach, aber du findest nichts außer Papier, und das hat halt alles mit dem Geschäft hier zu tun, also Geschäftsunterlagen. Okay, den Schrank hier am Rande können wir anscheinend nicht angucken. Was ist hier das Kreuz? Oh, na, wenn das nicht ein Mechanismus ist, mit dem wir gleich irgendwas machen. Du erinnerst dich, dieses Kreuz schon mal gesehen zu haben, aber wann? Angrabbeln? Ja, du inspizierst das Kreuz, aber du findest keine Spur von Petits Drei-Tagebuch. Okay, hier vorne auf dem Tisch ein etwas über diese Holzstange zieht ihre Aufmerksamkeit auf dich. Zieht seine auf deine Aufmerksamkeit auf sich. So. Er will das Holz angucken. Es ist ein Y am Ende eingraviert. Jetzt wird's interessant. Ist es? Oh ja, tatsächlich. Ich sehe es. Kleines Y. Eine hexagonische Stange. Ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber es ist halt hexagonförmig. So, was haben wir hier drüben? Eine Schatulle. Aha. Eine Holzschatulle mit einem satanischen Symbol darauf eingraviert. Du nimmst die Box, öffnest sie und fragst dich, wofür diese seltsamen Holzstückchen sein könnten. Aha, da sind die alchemistischen Symbole drauf und ich bin mir 100% sicher, dass die in dieses Kreuz passen. Das probieren wir mal. Dir fällt auf, dass die Teile aus der Box in die Löcher in den Armen des Kreuzes passen, aber welches kommt wohin? Du
tust die Box neben das Kreuz und entscheidest dich, es mal auszuprobieren. Okay, jetzt können wir das machen. Also es gibt hier auf jeden Fall Wasser, Feuer, Luft und bestimmt auch Erde irgendwo, oder? Oh nein, Erde gibt's nicht. Zumindest sehe ich's nicht. Schade. Ich hätte gedacht, das wäre eine gute Lösung, weil ansonsten haben wir noch gar keinen Hinweis, welches wohin geht. Insofern würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder und suchen nach einem Hinweis, wie die angeordnet werden müssen. Dieser auffällige Zettel hier unten ist anscheinend nichts. Das Kreuz hier hinten, können wir das noch angucken? Oh ja, können wir. Ah, vielleicht ist es darauf. Das sieht aus wie ein kleines Modell von dem großen Kreuz, das hier im Raum steht. Hier können wir das mal mitnehmen. Du hebst das Kreuz auf und dir fällt auf, dass eine ungewöhnliche Methode benutzt wurde, um es an der Wand festzumachen. Vier Dinge gucken aus seiner Rückseite? Moment, das muss ich mal angucken. Kreuz. Wie, das war's? Ich dachte... Vier Stangen, glaube ich. Kann das auch in dieses Kreuz gesteckt werden? Hier in die Mitte doch bestimmt, oder? Ja, locker kommt es da rein. Die Stangen passen in das Große, aber das ist gefüllt und also sie würden reinpassen, aber das ist quasi noch zu, die Löcher. Deswegen geht's nicht. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich erst die richtigen da reinmachen. Ich guck mal, was passiert, wenn wir einfach eins irgendwo hinmachen. Erstmal nichts. Okay. Dann tun wir es wieder zurück und suchen weiter nach Hinweisen. So, hier im Regal zum Beispiel. Ein Schwein, eine Ente und eine wunderschöne Lampe. Scheint wie wie die Geschichte für ein Kind. Können wir was mitnehmen? Die Lampe ist schwerer, als sie aussieht, denn sie ist voller Öl. Okay, können wir noch mehr mitnehmen? Da ist nichts, was dir nützen könnte, nichts weiter. Eine Öllampe, können wir mal dran reiben? Also ich meine ja nur, wenn ich so eine Lampe hätte, ich würde dran reiben. Okay, dann haben wir das auch. Dann, ja, was ist hier hinten? Das ist doch die Notre Dame. Ein sehr detailgetreues Modell der Notre Dame von Paris. Du fasst das Modell an und... The secret is on the facade. I know it's there somewhere. Das Geheimnis ist auf der Fassade. Sehen wir auf der Fassade irgendwas? Nö, jetzt nichts Besonderes. Egal wie hart du es dir anschaust, du findest keinen Schalter oder sowas, der einen geheimen Mechanismus auslösen würde. Ja, auch wenn es verdächtig aussieht, dieses Modell ist scheinbar nur ein Modell und nichts mehr. Okay, dann können wir jetzt bestimmt hier die Treppe hoch. Was ist hier oben noch? Erstmal nichts weiter. Wir können hier raus. Da landen wir bestimmt oben. Was sagt er? Na? Oh, okay. Ich klicke da drauf. Nichts passiert. Dann machen wir mal den. Du versuchst sie zu öffnen, aber sie ist verschlossen. Passt dieser Schlüssel vielleicht auch hier oben? Nein. Der öffnet die Tür nicht. Okay. Schade. Was haben wir hier? Ah, eine Lupe für einen Juwelier. Vielleicht können wir damit die Fassade hier untersuchen? Du untersuchst die richtige Sektion der Fassade durch die Lupe. Und? I did what you told me to, and I researched these medallions. It turns out that Ginés de Orduña, founder of the Order of the Flesh, had a sculptor make identical ones for a small church in another country. I've searched all over the world for a church with these medallions. But if it ever existed, it's gone now. Okay, alles klar. Aber die Frage ist, was für ein Freak würde sowas in seinem Haus haben, wenn er die echte direkt vor der Tür hat? The secret is on the facade. I know it's there somewhere. Okay, jetzt fragt sich natürlich, heißt es, wir müssen erstmal zur Notre Dame oder können wir das Rätsel hier trotzdem lösen? Sehen wir hier noch irgendwas Auffälliges? Erstmal nicht. Dann würde ich mal gucken. Ich meine, vielleicht können wir die Dame auch fragen nach dem Schlüssel für da oben. Dann kommen wir bestimmt hier raus einfach. Machen wir das mal. Mit ihr noch mehr zu reden, finde ich eh gut. Der soll ja ruhig mal mehr erzählen. Oh,
Oho, wir können zurück ins Bett. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber okay. Ja, Schuldgefühle, Vertrauen, Declaration, Erklärung, glaube ich. Ich glaube, das heißt sowas wie Erklärung. Moment, ich gucke ganz kurz nach, nur um sicher zu gehen. Einmal das Wörterbuch rausholen und Declaration bedeutet Deklaration, Erklärung. Okay, ja. Alles klar. Na dann nehmen wir doch das gleich zuerst. I love you, Pauline. Thanks. I would love to be able to say the same, but I've got so much terrible shit going on inside of me, John. Oh, okay. Alles klar. Er hat sie wirklich geliebt und da will er nicht. Na gut, okay. Schuldgefühle. What if it wasn't his fault? That's nonsense. But it would be so comforting if I could blame someone. If I had that person in front of me, I swear I don't know what I'd do. Okay, und Vertrauen? Trust me. I'll take care of you. Don't fuck with me, John. My mother left, my father left. And you'll end up leaving too in the end. Richtig hoffnungsvoll, ne? Okay, mehr können wir nicht fragen. Und können wir die echte fragen? Ah ja, können wir. Okay, aber das haben wir alles durch. Wir können sie nicht noch nach dem Schlüssel fragen. Dann frage ich mich halt, können wir den Laden verlassen? Hier ist das Inventar im Weg, aber ich glaube nicht. Also wir können nicht einfach zu Notre Dame gehen. Haben wir hier irgendwas, was geölt werden musste? Der Globus? Der Glob ist so alt wie der Name deines Kontinentes. Eine Reproduktion vielleicht. Anfassen? Du spielst mit dem. Ja, du spielst mit dem Globus herum und suchst nach einem Mechanismus, der Indiana Jones würdig wäre, aber du findest nichts. Haben wir hier sonst irgendwas? Irgendwas, wo vielleicht so ein Achteck reinpassen würde? Ach, Moment! Moment! Wir haben ja noch das Schwarzlicht. Müssen wir mit dem Schwarzlicht die Kirche hier untersuchen? Oh, du scheinst mit dem ultravioletten Licht auf das Modell, aber nichts passiert. Verdammt, das fand ich so eine gute Idee. Na gut, dann gehen wir mal nochmal raus. Können wir mit dem ultravioletten Licht irgendwas anderes angucken? Zum Beispiel den Globus. Nee. Zum Beispiel. Ach, das hier oben. Vielleicht ist das, was da drin steht. Ah ja! Sally, Silver, Mercury, Ignis. Oh Gott. Okay, Moment, ich mache kurz ein Foto, ich vergesse das sonst. So, okay. Dann, ja, gucken wir doch mal, dass wir die Sachen da einstecken. Also, Moment, das wird jetzt ein bisschen komplexer. So, Silber ist der Mond. Salis, okay, was ist Salis? Hier steht nichts, was so ähnlich klingt. Warum sind die so blöd geschrieben? Okay, Mercury ist auf jeden Fall so ein Kreuz mit Hörnern. Machen wir die beiden erstmal. Also Mond und Kreuz mit Hörnern. Hier ist der Mond, der muss auf diese Seite. Mond auf diese Seite. Und das hier ist Mercury. So, dann haben wir noch Ignis und Salis. Vielleicht ist Salis Salz. Das könnte sein. Hatten wir Salz? Ja, Salz ist das, der durchgestrichene Kreis. Okay, dann probieren wir das mal. Und dann haben wir noch Ignis. Was könnte das sein? Vielleicht Iron? Also Eisen? Ja, okay, probieren wir es. Das wäre das Männlichzeichen. Okay, das hat schon mal nicht geklappt. Das war es nicht. Was ist dann Ignis? Boah, ich brauche jetzt doch nicht einen Latein-Translator, oder? Anscheinend schon. Okay, Moment. Dann muss ich jetzt erstmal einen Latein-Translator suchen. Okay, da sind wir wieder. Ja.
Ich habe alles nachgeguckt und Ignis ist Feuer tatsächlich. Also tun wir das mal kurz wieder zurück und gucken. Feuer war, glaube ich, das Dreieck, genau. Und das andere müsste tatsächlich Salz sein. Boah, wer hätte gedacht, dass ich für dieses Spiel erstmal Latein übersetzen muss. So, dann haben wir es doch jetzt aber, oder? Mercury? Achso, das... Ah, Sulf... Das könnte auch was anderes sein, Moment. Aber ich habe das noch offen. Sulfur war das ja irgendwie. Einen Moment. Schwefel wäre das. Okay, gut. Aber was ist Schwefel auf Englisch? Boah. So viel Übersetzungsarbeit hier heute. So, Schwefel bedeutet auf Englisch Sulfur. Okay. Also wir müssten irgendwas finden, wo Sulfur dran steht. Gibt's nicht. Nee, das ist doch nicht der Ernst jetzt. Ah doch, da. Dreieck mit Kreuz unten. Okay, dann war das nicht Silber, sondern Sulfur. Okay, jetzt aber. Okay, du musst irgendwas erreicht haben, denn die vier Löcher sind jetzt nicht mehr blockiert. Okay. Oh mein Gott, endlich. Okay, dann... Ja, nichts wie rein mit dem Kreuz da. Und mal gucken, was passiert. Dreh, dreh, dreh und... Bäm. Geheimes verstecktes Tagebuch. Oh, okay. Alchemie und Satanismus. Hm? Folter. Märtyr. Folter für immer. Alchemie und Satanismus. Dieser Kreis. Da steht auch Satans und Luzifer und so drauf. Hey, Scumbag. You disgust me. You smell like shit because you're a Scumbag. Huh, you little Scumbag? But I'm gonna leave you looking like a princess. Anyone ever give you a manicure? I found him, Cooper. Henry? Who? Boris. He's been in Happy Dale, a mental hospital about an hour from here for the past 2 years. Should we go after him? He knows too much. Toothpick. No, he's totally round the bend. No one pays any attention to his delusions. I'm sure our friend would like to have a long chat with him, don't you? Henry. Der Mann, dem ich das meiste verdanke. Der dich tot im Hotel gefunden hat. Der, was immer es kostete, bezahlt hat, um dass es dir wieder gut geht. Und der dich auf die Spur deiner Vergangenheit gebracht hat. Henry. Dein Retter, dein Held, dein Folterer. Was sonst versteckt er noch? Was will er? Du... Ja, blätterst weiter durch das Tagebuch. Wo hat sich der Orden des Fleischs getroffen? Luch nach Skytail. Du suchst nach diesem Skytail in dem Buch und in dem Shop und dann ein Typ namens Boris in Happy Dale. Okay. Alles klar. Erinnert sich jetzt also auch, dass Henry nichts Gutes im Schild hat. Sehr gut. Oh, ich habe schon überlegt, ob der Typ Cooper ist, aber ich wollte nichts sagen. Es ist es tatsächlich. Er hat, er hat sich etwas verändert äußerlich. Okay, können wir jetzt gehen? Können wir jetzt bitte endlich unserer Freundin davon erzählen, dass das ein Unfall war, please? Okay, hier sind wir wieder in der Vergangenheit. Nee, ich will in der Gegenwart ihr gerne was erzählen. Nein, natürlich nicht. Er möchte die Liebe zurückgewinnen, aber er will ja auf keinen Fall was erzählen. Sollen wir das Tagebuch zeigen? Huch, oh Moment, nochmal. Ja, du würdest sie ungern ihr das Tagebuch ihres Vaters sehen lassen. Zumindest nicht, bis du dieses Sightail gefunden hast. Ja, okay, aber wo ist Sightail? Können wir das auf dem Globus nachgucken? Nope. Okay.
Was haben wir denn hier? Das sah doch noch verdächtig aus, dieser Schrank. Mit 9 Fächern. Okay. Können wir uns das Buch noch näher angucken? Nein, es ist nur das Tagebuch. Tja, wie sollen wir das denn jetzt? Wir können. Ich dachte ehrlich gesagt, wir können jetzt gehen, aber ich finde die Tür nicht. Ich wüsste nicht wie. Insofern, kann man vielleicht diesen Typ hier danach fragen? Oh, Vorurteile und Pauline. Dann fragen wir erstmal nach Vorurteilen. You don't seem like the typical Frenchman. Ah, no. And if I tell you I have pétanque balls between my legs. Was? You don't seem like the typical Frenchman. And you don't seem like the stereotypical American. You haven't shot me yet. Da hat er nicht ganz unrecht. Können wir das jetzt noch dreimal sagen? You don't seem like the typical Frenchman. I am too handsome, I know. You don't seem like the typical Frenchman. I'm more like the stereotypical Mandingo, if you catch my drift. Okay, ich will ihn das nicht weiterfragen. Dann lass uns lieber über Pauline reden. The girl at the counter won't give me the time of day. Well, don't try anything with me, my friend, under no circumstances. Okay, danke für die Info. Nochmal ein Stereotyp? You don't seem like the typical Frenchman. Are you insinuating that I seem straight? Okay, alles klar. Ich habe genug mich mit dir unterhalten. Kann dieses Pärchen hier noch irgendwas Neues sagen? Nope. Na gut. Tja, wo sollen wir denn dann jetzt als nächstes gucken? Sollen wir vielleicht doch irgendwie im Akten jetzt nachschlagen oder... Ja, irgendwie ein Buch oder so. Wir müssen ja hier oben noch durch wahrscheinlich. Aber sonst ist hier auf der oberen Etage nichts weiter. Doch nochmal den Schreibtisch angucken. Nein, da sagt er nichts weiter. Du bist absolut nicht daran interessiert, irgendwas zu nehmen. Und hier in den Akten ist wahrscheinlich auch nichts weiter. Nee, okay. Na gut. Können wir die Ente mitnehmen? Oh, leider nicht. Okay. Ja, da sagt er wieder nur dasselbe. Okay. Gut, ja, dann würde ich sagen, gucke ich mich wieder ein bisschen um, bis ich was finde. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Yesterday. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt, was ihr denkt, in die Kommentare. Ob ihr auch findet, er sollte endlich mal mit Pauline reden. Oder er hätte eindeutig schon früher merken können, dass Henry nichts Gutes im Schilde führt. Ja, und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Yesterday. Lasst gerne ein Like da, checkt alle Links und bis dann.